Zu unserem heutigen Feldreport haben wir uns auf dem Betrieb von Frank Edelbauer in der nördlichen Wetterau in Bad Nauheim-Wisselsheim getroffen. Mit ihm wollen wir den Einsatz von Wachstumsreglern und ersten Fungiziden im Getreide besprechen. Ja, hallo Frank. Schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Kannst du vielleicht zum Einstieg kurz was zu deinem Betrieb erzählen? Ja, wir sind hier in der nördlichen Wetterau bei Bad Nauheim, Stadtteil Wisselsheim, wo der Betrieb den Sitz hat. Wir sind hier im Gemarkungstal Steinfurt, haben hier Böden mit Löserlehmauflage, mit Basaltverwitterung und Kies- und Sandunterlagen. Jahresdurchschnittsniederschläge irgendwo zwischen 540 und 560. In den letzten beiden Jahren liegen wir bei 520. Frank, kannst du uns kurz erläutern, wie der aktuelle Stand der Kulturen, vor allen Dingen beim Getreide, hier auf deinem Betrieb ist und was dich pflanzenbaulich die nächste Zeit beschäftigen und bewegen wird? Ja, nach der warmen Periode in der letzten Woche haben wir ja jetzt ein paar kühle Tage mit Nachtfrost und hoffentlich zu erwartenden Niederschläge, die gemeldet sind. Und dass es, wenn es nächste Woche wieder wärmer wird, wird hier bei uns in der Gerste, wie man schön sieht, der erste Knoten hebt sich schon etwas ab. Die erste Wachstumsreglermaßnahme getroffen werden müssen. Und vielleicht, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, auch ein Fungizid eingesetzt werden müssen, weil hier und da sieht man auf der Fläche die ersten Zwergrostinfektionen. Beim Weizen ist das auch ähnlich. Der früh gesäte Weizen hat Alpha-Infektionen mit Blattzeptoria. Und dann müssen wir jetzt mal abwarten, wie der Sache voranschreitet. Und da kann es auch durchaus möglich sein, dass zum Wachstumsregler vielleicht das ein oder andere Fungizid mitgenommen werden muss. Besten Dank, Frank, für deine Einschätzung der Situation hier am Standort in deinen Getreidebeständen. Welche Lösungsansätze sich für Sie daraus ergeben, zeige ich Ihnen jetzt. Als erstes beschäftigen wir uns mit dem Einsatz der Wachstumsregulatoren im Getreide. Dazu sollte das Getreide das Entwicklungsstadium 31 bis 32 erreicht haben. Sorteneigenschaften sind bei dem Einsatz der Wachstumsregulatoren ebenfalls zu berücksichtigen. Die Temperatur spielt beim Einsatz der Wachstumsregulatoren auch eine Rolle. Derzeitige Kältephasen sind für einen Einsatz der Wachstumsregulatoren nicht unbedingt optimal. Besser ist es, wenn wir warme, wüchsige Bedingungen haben, in denen das Getreide auch richtig im Wachstum ist, denn nur dann kann optimal das Wachstum reguliert werden. Der frühe Einsatz der Wachstumsregler in dem Stadium 31-32 bietet ein stabiles Fundament. Wir unterstützen das Wurzelwachstum der Pflanzen. Damit können ausreichend Feinwurzeln und auch tiefer gehende Wurzeln gebildet werden, die dem Bestand eine bestmögliche Ausnutzung von Wasser und Nährstoffen bietet. Die optimale Lagervermeidung ist gerade in diesem Jahr sehr wichtig. Durch die gestiegenen Produktionskosten ist es enorm wichtig, dass Sie qualitativ hochwertiges Getreide ernten, und dazu ist der Wachstumsregler die erste Grundvoraussetzung. Mottus bietet Ihnen mit der bewährten ME-Formulierung eine gleichmäßige und gut kalkulierbare Wirkstoffaufnahme. Dadurch werden die Pflanzen nachhaltig eingekürzt. Wir haben eine sehr gute Kulturverträglichkeit und beste Mischbarkeit in dem Produkt. Die Aufwandmengen von Mottus ME sollten an den jeweiligen Standort, die Witterungsbedingungen und die Sorte angepasst werden. Im Bereich der Fungizide gilt es im Moment, den Fokus auf die Halmbasis zu legen, um ein gesundes Fundament für die Pflanze zu bieten. Die eingangs angesprochenen Altinfektionen gilt es zu beachten und daraus resultierende Neuinfektionen zu verhindern. Mit Unix ProPak steht hier eine gute Produktkombination zur Verfügung. Unix mit dem Wirkstoff Cyprodinil bietet eine Alternative zu oft eingesetzten Azol-Wirkstoffen. Cyprodinil hat eine hervorragende Wirkung im Bereich Halmbruch, bei schwer bekämpfbaren Netzflecken und bringt auch gute vorbeugende Wirkung im Bereich Mehltau. Pecari 300 EC mit dem Wirkstoff Prothioconazol unterstützt das Unix hervorragend.
Bei frühem Einsatz in der Wintergerste bringt es gewisse Vorteile bei der Bekämpfung der Ramularia. Somit stehen Ihnen im Unix Pro Pack zwei leistungsstarke Wirkstoffe ergänzend zur Verfügung. Mit Unix Pro Pack werden alle frühen Krankheiten im Getreide sicher kontrolliert. Damit der beste Grundstein für eine gesunde Halmbasis und einen gesunden Blattgrund gelegt. Und zudem haben Sie mit Cyprodinil noch einen Antiresistenzbaustein im Bereich der Netzfleckenbekämpfung integriert. Aufgrund der vorherrschenden Witterung mit Trockenheit im Oberboden und hohen Tag-Nacht-Schwankungen bei den Temperaturen befinden sich die Getreidebestände in einer gewissen Stresssituation. Diese kann mit dem Einsatz von Biostimulantien abgemildert werden. Wir bieten Ihnen dazu mit Megafol ein algenbasiertes Produkt an, welches solo oder auch zum Beispiel in der Mischung mit Modus zum Einsatz kommen kann. Die Aufwandmenge liegt hier bei 2 Liter pro Hektar Megafol. Noch eine Information für Sie: Seit dieser Woche haben wir auch die Genehmigung für den Wirkstoff Volpet zum Einsatz in der Gerste gegen Ramularia bekommen. Von uns stehen somit die zwei Produktkombinationen Elatus Era Max und Elatus Era Volpan für den Einsatz in der Wintergerste zur Verfügung. Im nächsten Feldreport gehen wir dann auf den Schutz des oberen Blattapparates im Getreide noch einmal gezielt ein. Weitere Informationen zu den angesprochenen Produkten finden Sie wie immer auf unserer Syngenta Homepage. Damit besten Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.